I get my drink on and play ping pong with King Kong. Dinner time, hit the bell, ring, ding dong. Got a steak bitch with a pink string on. Hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 Alltag in Lars. Ja, ich habe einen Termin gekriegt bei der MTS, das heißt, wir fahren jetzt den Wartmeer zur MTS. Das wird eine kleine Tour werden, weil es nicht gerade in der Nähe. Aber das schaffen wir schon gemeinsam. Die machen mir das Schneidwerk neu. Machen den Rost ein bisschen weg. Alles, was so anliegt. Ihr seht ja selber, das Fahrzeug ist in keinem guten Zustand. Und das soll ich so bleiben. Nächstes wird sein, wenn ich den Schwartmeer dann aus der MTS wieder abhole, dass ich dann wirklich Wiese mache. Erstmal hinterm Hof das kleine Stück wegmachen. Dann muss ich sehen, ich brauche vielleicht noch einen Wender, einen Schwader. Vielleicht lässt sich ja irgendwo was Günstiges auftreiben. Vielleicht liegen auch irgendwo noch Anbauteile rum. Ich werde mich mal durchs Dorf fragen. Ja, und dann werden wir erstmal ein bisschen Gras machen, ein bisschen Heu machen und das wegschaffen. Ich denke mal, der LPG-Betrieb in Klingenhain, da rechts, da ist noch eine Tierproduktion. Beziehungsweise müsste das, glaube ich, eine Milchviehanlage sein. Müsste ich mir vielleicht mal genauer angucken. Die werden bestimmt was abnehmen. Da bin ich mir fast sicher. Ja, und wenn wir genug Gras haben, ist die Überlegung, ob wir uns vielleicht hier noch den Stall dazu kaufen und uns einfach mal ein paar Schafe zulegen. Weil das wäre alles wirklich in der nächsten Umgebung. Und man muss nicht so weit fahren für alles. Also ich brauche mir jetzt auch nicht irgendwie am... Pippi. Unglaublich. Nicht nach rechts geguckt, nicht nach links geguckt. Einmal frei. Ja, ich brauche mir jetzt nicht irgendwo direkt in Lars ein Feld suchen, was ich mir noch hole. Und mit dem Geld müssen wir auch gucken. Ich meine, 150.000 ist noch im Rahmen. Aber auch das ist irgendwann alle... Mit den Betriebskosten fürs Fahrzeug oder für die Fahrzeuge. Und natürlich die Gebäude, das Ganze bewirtschaften. Mal sehen. Erstmal Schwartmeer reparieren lassen. Und dann gucken wir, wohin es läuft. Diesel muss ich auch noch kaufen. Der MTZ, der ist wirklich fast leer. Ja, und wenn wir das soweit alles erledigt haben, dann muss ja auch noch irgendwie der Weizen runter. Der E514er sah für zumindest vom Modell her nicht mehr so fit aus. Das Schneidwerk sah noch okay aus. Das war abgedeckt die ganze Zeit. Das geht immer noch. Könnte man ja auch ein bisschen ein paar Aufträge machen. Hier gibt es genügend Kleinbauern in der Nähe, wo jetzt, sag ich mal, wo es ein bisschen an helfender Hand fehlt, sage ich mal. Und darauf werden wir uns dann erstmal stürzen. Zumindest mit dem, was ich hier habe. Neue Maschinen zulegen, könnte knackig werden vom Geld her. Das ist schon eine schöne Landschaft hier. Früher morgen um 8. Noch so ein bisschen nebelig, duselig ist. Kann man das alles so mal ein bisschen genießen.
kann auch den beruhigenden Klängen des Wattmeers lauschen. Ich werde das Ding einfach auf den Hof stellen. Mal. Das ist ja volle Hütte. Da muss man ein bisschen an den Rand stellen. Den Leuten ja nicht in den Weg werfen. Ja, die Jungs werden das schon machen. Momentan ist keiner da. Ich werde jetzt erstmal mit dem Bus fahren. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Und dann sehen wir uns später wieder. Schnell rein. Hier geht's rund. Ja, ich bin jetzt mit dem Bus schnell mal nach Klingenhain wieder zurückgefahren. Bin nur noch laufen. Bevor ich wieder bei mir auf dem Hof. Ordentlicher Spaziergang. Holen. Frühstücken. Ich muss nur sagen, hier ist es schön ruhig in Lars, schön angenehm. Das wie hier weg. Ja. Na getan, ich gehe mir jetzt erstmal ein Brötchen holen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von LS19 Alltag in Lars. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten, ich bin raus, euer Hellraiser.